Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Jetzt habe ich mir mein Mikro angespuckt, aber dafür haben wir einen Popschutz, nicht wahr? Huch, huch, warum? Oh, weil ich das schon umgestellt hatte, damit ich keine legendären Parts brauche. Präpokalypse Now, meine Lieben. Darauf sind wir vorbereitet, sozusagen präpariert. Und wir reagieren so. Na, noch jemand, die Ärzte? Gut. Gut. So, lasst mich. Ich muss mich wieder orientieren. Was, wie, wat, wie, wat, wat, wo, wie, wat, wie, wo. Genau. Dings war ein Thema, nicht wahr? Umziehen. Wir wollten einen Umzug wagen. Wenn wir durchgequestet haben hier beim Rekti, 6 von 10, 4 Quäck noch für Rekt. Und deswegen wollte ich mir hier keine weitere Mühe geben beim Ausheben und Bauen. Wobei wir tatsächlich, genau, die Folgeidee war ja gewesen. Jetzt sitze ich hier sowieso nachts nur rum, dann kann ich auch Steine kloppen. Warum eigentlich? Weil man Steine immer braucht. Frage doch nicht so blöde, Herr Finn. Hör mal. Sag mal, warum soll ich Steine kloppen? 7 Days to Die. Grundgütiger. Wobei andererseits sind wir natürlich. Aber essensmäßig sind wir jetzt schon eigentlich okay aufgestellt, oder? Sehr viel Fleisch, wir haben sehr viel Eier. Uns fehlten nicht mehr viele Bücher zu. So Dingens Gedöns. Zeug. Der Fischkuchenberg, den finde ich immer noch geil. Nahrung 90. Fischkuchenberg ist ein wahres Fest des Geschmacks, der Tradition und der Seele. Gar nicht so teuer von den Mats her. Aber braucht halt Stufe 90 Kochen. Ach ja, gebratener Wels, ja. Es hat nicht funktioniert, Leute. Haben wir letztes Mal darüber gesprochen, wollte ich mir eigentlich Essen bestellen. Hatte niemand irgendwie so ein. Ich wollte halt. Ich hatte halt wirklich Bock auf so ein paniertes Stück Fisch. Und jetzt gibt es hier ein paar italienische Restaurants. Die bieten dir halt einen Lachs in einer geilen Dill-Sahne-Soße an oder sowas. Aber das war nicht das, worauf ich Appetit hatte. Und haben halt was anderes gegessen. Ja, so. Ich wollte über eine Sache mit euch sprechen. Und zwar nochmal über Season 1 von 1.0. Und zwar habe ich, wollte ich, dachte ich, ich habe nochmal Schlaf drüber verloren und drüber nachgedacht. Ich wollte nochmal reingehen. Die Base so ausbauen, wie wir das angefangen hatten zu planen. Und dann Tag 28 für euch nochmal aufnehmen. In der Hoffnung, zeigen zu können, ob das funktioniert, was ich mir da ausgedacht habe oder nicht. Und woran es nun tatsächlich lag, dass das nicht funktioniert hat bisher. Bin also in Vanilla 7 Days rein und Spiel fortsetzen war ausgegraut. Ich habe mit meinem Mod rumgehampelt, habe ich meine Installation irgendwie. Mein erstellter Charakter war auch weg. Ich hätte ganz von vorne, also irgendwie, weiß ich nicht, habe ich das kaputt gemacht mit meinem Mod rumgespiele. Und deswegen werde ich davon auch wieder absehen und ausschließlich mit dem 7 Days Mod Launcher arbeiten, damit mir sowas eben nicht nochmal passiert. Beim 7 Days Mod Launcher sage ich, gib mir diese Mod, erstelle eine extra Installation für die Mod und up you go it. Und dann ist mein Base Game halt sicher. Und ja, fand ich jetzt ein bisschen schade, weil eigentlich hätte ich es gerne nochmal gezeigt. Nochmal als Abschluss, so als Endfolge. Und hätte mich eventuell gefreut oder noch doller geweint als vorher. Als Proof of Concept in generell. Weil ich mochte diesen Octagon-Style. Der hat mir wirklich gut gefallen. Ja, aber da müssen wir halt gucken. Müssen wir halt gucken, wie wir damit umgehen. Beziehungsweise, ja, muss ich halt mal. Ja. Keine Ahnung, ey. Weiß ich doch auch. Ich weiß es doch auch nicht, Leute.
Leute, ich will es doch auch nicht. So, eigentlich hätte ich, wenn ich jetzt hier nachts eh rumarbeite, hätte ich auch vorher den roten Tee trinken können, ne? Dass das weniger Essen und Trinken kostet hier. Die Rumarbeitung. But why is the rum gone? Why is the rum gone? War das überhaupt richtig, was ich da gerade getrötet habe? Weiß keiner. But why is the rum gone? Toll, jetzt habe ich mir wieder 5 Minuten in. Ich habe mir einen Ohrwurm gebaut. Gut. Toll. Hast du gut gemacht, der Finn. Ganz klasse. Warum 100? Ich wollte 1000. Dann machen wir jetzt noch 900. So nämlich. Corblé-Stoné. So, 3 Uhr reicht. Wir gehen raus, glaube ich. Mal gucken mal. Ja, der Umzug. Über den habe ich auch nochmal nachgedacht. Bin immer noch fest entschlossen, umzuziehen. Auch gerne zügig. Achso. Aber ich bin noch. Ach, wir müssen es abgeben. Ja, das ist gut. Gut, dass ich schon mal losgegangen bin. Na toll. Aber wisst ihr was? Sollen wir einfach weiter ein bisschen. Bisschen weizen. Wobei tendenziell, also ich finde das ja geil, dass man hier jetzt das Gras schlägt und kriegt andere nützliche Sachen als nur Gras raus. Aber ich würde mir wünschen, dass ich Einfluss nehmen kann. Weil ich will ja jetzt das Weizen haben für. Was haben wir daraus gemacht? Ach so, genau, hier für unser Prepper-Gebäck. Für unser Prepper-Gebäck. Aber ich habe halt keinen Einfluss darauf, was ich bekomme. Und jetzt kriege ich hier schon wieder den ganzen Reis, den ich noch jahrelang nicht brauchen werde, wahrscheinlich. Ja. Wisst ihr, was ich meine? In unserer Kiste sammelt sich der Wildreis an, wie blöde. Und trotzdem rennen wir irgendwie jeden Tag wieder rum und verkloppen die Wiese, um unseren Weizenbedarf zu stillen. Kann man da eigentlich auch Samen für machen? Das ist, nee, kann man nicht. Okay, man kann keine Weizensamen machen. Das heißt, wir können das auch nicht. Oder? Weizen. Schweizerisch Vetterligewehr. Guck mal. Gibt's denn auch? Ich hatte doch bei den Nahkampf. Warte mal. Jetzt bin ich interessiert. So, Werkzeuge gibt es keine neuen. Klingen. Gibt es auch nur die 3 Böen? Sieht auch alles aus wie immer. Handfeuerwaffen. Schrotflinten. Gewehre. Schweizerisch Vetterligewehr. Ist das das Einzige? Haben die ausschließlich bei den Gewehren eins hinzugefügt und sonst nirgends? Auch interessant. Auch interessant. Aber gut, ist ja der ihre Mutter, wa? Wer bin ich darüber zu urteilen? Ich hätte mir zwar gewünscht, dass ich mehr Optionen habe bei neuen Sachen, aber ein Gewehr ist besser als nichts. Nur schade, dass wir nicht auf Gewehre spielen gerade. Freche Frau. Nicht auf mich zustaggern. Du weißt, dass ich das nicht mag, ne? Deswegen macht sie das. Deswegen machen die das, weil die wissen, dass ich das nicht mag. Richtige Assis, so, wir haben keine Freunde mehr, Leute. So, wir haben keine Freunde mehr. So, das heißt aber, wir haben jetzt. Vielleicht kriegen wir es sogar hin. Wenn wir uns mal nicht wieder die ganze Zeit ablenken lassen und Wüst erkunden und looten, wie man das so macht in so einem Erkunden- und Lootungsspiel. Melasse ist natürlich geil, brauchen wir aber noch nicht. Fragungszeichen. Muni ist natürlich auch geil. Brauchen wir aber noch nicht. Gib die Dietriche, ehrlich gesagt.
Geben Sie mir die Dietriche her. So, hier, guck mal. I'm gonna make you an offer. Metalworks. You can't say I'm not surprised. Make up your mind or make your way out. Es ist Tag 4. Es ist Tag 4, das heißt, er hat neue Sachen. Da ist der Schmelztiegel, der gute Alte. Good old Schmelztiegel. Will ich Geld ausgeben für Bücher jetzt schon? Eigentlich nicht, ne? Zumal es auch keine von denen gibt, die wir jetzt bräuchten, in Anführungsstrichen. Die wir jetzt haben wollen würden. Also hier, ne? Just get the fuck out of here. Kochen. Kochen ist wichtig gerade. Vielleicht hätte ich denn keine Metalworks-Quest annehmen wollen. Na gut. Tatsächlich war die Idee ja jetzt, wenn ich abholen... Er hat 3 Abholen-Quests, habe ich gesehen. Wenn ich die spiegel und so alles mäßig rauspumpe, kriegen wir die heute fertig? Können wir eventuell morgen schon zu Jenny fahren und dahin ziehen? Ich würde gerne, ich mag immer gerne wissen, wo ich bin und mich dann da vorbereiten und wohnen. Deswegen finde ich die aktuelle Situation, in der wir da jetzt sitzen, in unserem angefangenen Bunker und sagen, oh, hier machen wir jetzt nicht weiter, weil wir ziehen bald um, sehr unangenehm. Die macht mir so ein Kribbeln auf der Haut. Ich würde auch gerne mehr Kisten bauen und mich besser organisieren, wisst ihr? Deswegen... Ja, wisst ihr noch, wie ich... haben wir vor ein paar Folgen darüber gesprochen. Wie ich das schön fand, nicht so gehetzt zu sein beim Questen. Weil ich schon ein Fahrrad habe, bin ich trotzdem gehetzt beim Questen. Weil ich umziehen will. Wo war denn eigentlich? Warte mal, war hier nicht irgendwo... Oh, was hier? Eine zerstörte Werkbank mit einem vorgeheilten Buch. Sehr gut. Wo war denn der... Hätte ich mir markieren wollen, wa? Der Sheriff, war der da hinten? Weil wir haben ja jetzt Dietriche und da gab es ja noch den Safe. So, hier drüben. Ihr wisst, dass ich eine Allergie habe dagegen. Die Gebäude auf dem vorgeschlagenen Weg zu durchforsten. Deswegen gehen wir hier in der Mitte rein. In der Mitte rein. Außerdem haben wir gerade darüber gesprochen, dass wir Zeit sparen müssen. Ganz eilig. Speedy Gonzales-mäßig müssen wir hier die Quest erledigen und einen Hauptloot snacken. Und unser geiles Level 3 Messer wird uns dabei helfen. Na? Wo ist denn jetzt hier der Hauptloot? Oh. Ja, erstmal die Gewalt gewählt. Den Hauptloot hätte ich schon gerne noch. Hier nebendran. Aber eigentlich muss man doch. Muss man doch nicht, oder? Muss man? Nee, eigentlich muss man nicht. Hallo? Kein Hauptblut für mich. Immer noch kein Hauptblut. Frech. Na gut, dann gehen wir jetzt aber. Das reicht mir. Dann kriegen wir halt den Hauptblut nicht. Ist dann so. It is then so. Wir haben es eilig. Nicht das Ziel aus den Augen verlieren, Leute. Passiert mir immer, dass ich Ziele aus den Augen verliere. Und dann gammel ich rum und dann ziehen wir doch nicht um. Und dann wohnen wir da in einem halb fertig gebauten Bunker, aber wir ziehen ja bald um. Wisst ihr? Hier. Ich glaube, das war das Sheriff's Office, ne? Ja. Und da hatten wir nämlich noch den Weapon-Shrank. The Weapon-Shrank. Aber konnten wir nicht, weil wir nur einen Dietrich hatten. Und der ist kaputt gegangen damals. Ich erinnere mich. Jetzt haben wir 8 Dietriche. Und das sollte gehen.
Jetzt schaffen wir es tatsächlich mit dem ersten. Sehr, sehr gut. Huch, was ist das denn hier? 10 Bolt Nurses mit einer Compound-Armbrust. Ich lese das. Angenommen. Perfect heißt 2. Sehr gut. Handwickle can away. Gut. Gut. So, zack, zack. Schack, schack. Balli, balli. Der Koreaner sagt. Gut. 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 Ja, gut. Gut, 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 gut. Und schwing. Lass mich rein. Direkt. So, wenn der jetzt wieder unhöflich zu mir ist, dann steche ich ihn ab. Kann ich gar nicht. Mit Simon. Aber dann. Du unhöflicher Mann, jetzt reicht's. Ich ziehe aus. Jetzt sind umreckt. Ich verlasse dich. You got a fucking crush on me or something? Unangenehmer Mann, ey. So, seht ihr? Jetzt haben wir sogar einen In-World-Grund. Und ich muss auch sagen, also, Tag 4, ne? Und ich kann noch kein Bacon and Eggs machen. Ist für mich crazy. Aber das liegt halt wirklich daran, dass es hier keine Wohnhäuser gibt. Ich bin ja sonst gerade am Anfang, wenn ich weiß, okay, Essen, Trinken ist ein Thema, da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Plündere ich ja in einer Tour die Wohnhäuser aus. Was ja jetzt verboten ist hier, weil keine Wohnhäuser da. Deswegen, ja. Deswegen ist das eine doppelt gute Idee, umzuziehen. Erstens kommen wir dann mal hier raus aus dem Wald. Zweitens werden wir direkt mal los. Den kann ich wirklich nicht mehr sehen, den Mann. Beziehungsweise sehen ist nicht so schlimm. Ich meine, gut, ist jetzt keine Schönheitskönigin, aber der ist immer so gemein zu mir. Ich habe ja auch Gefühle. Wisst ihr, Leute? Ich habe ja auch Gefühle. So. Und auch wenn du Sachen so vermeintlich im Spaß sagst, aber wenn du mir 100-mal sagst, hahaha, wie fett du bist, dann tut das auch irgendwann weh. Weil ich weiß ja, dass ich fett bin. Das. Musst du mir nicht immer mit der Nase draufstoßen. Oder mit dem Ohr. Boah, Leute. Deswegen gehen Männer nicht gerne zu Ärzten. Die sagen ja immer unangenehme Sachen. Ich war neulich, morgen ist es soweit. Morgen kommt bei uns auf der Arbeit der Mann vom Hörgeräteakustiker. Weil wir kriegen angepassten Gehörschutz. Das ist ziemlich geil. Das ist ziemlich geil. Aber da war, der kommt halt, um Abdrücke von unseren Ohren zu nehmen, damit die den Gehörschutz anpassen können. Das ist ziemlich geil wohl. Also angepasster Gehörschutz. Ich hatte noch nie angepassten Gehörschutz, aber es soll ziemlich cool sein. Rein Hörqualität und, auch ohrschutzmäßig gesehen. So, auf jeden Fall. Ich schweife ab. Auf jeden Fall sollten wir, bevor der kommt, sollten wir uns die Ohren professionell reinigen lassen. Alles klar. Bin also zum Tierarzt, wollte ich gerade sagen, weil ich immer so viel Tierarzt sage in letzter Zeit, weil ich so viel beim Tierarzt bin. Ich also beim Ohrenarzt angerufen, hallo, haben Sie, können Sie? Sagen Sie, naja, haben Sie einen Termin für mich, kurzfristig? Aber vielleicht ist es nicht kurzfristig alles. Sagt die Frau am Telefon, na, wie spontan sind Sie denn? Ja. Bin ja heutzutage in der glücklichen Situation, dass ich verhältnismäßig spontan auch Homeoffice einlegen kann. Sie sagt, na, wann können Sie denn hier sein? So, in einer Stunde. Ja, dann in einer Stunde. Fand ich schon mal cool, ne? Muss ja innerhalb einer Stunde erstmal. Ja, Termin, weiß ich nicht. Ne? So, ich also dahin zum Tierarzt, wollte ich gerade schon wieder sagen, zum Ohrenarzt. Der guckt mir in die Ohren und sagt, hören Sie denn eigentlich schlecht? Ich sag, nö, ist nur für angepasste Hörer. Ach ja, nee, alles cool. Saugt mir also den Schmutz aus den Ohren. Hat man gehört, dass sich das gelohnt hat? Und sie schnallen bestimmt auch doll, ne? Ja. Wusste ich schon, was kommt.
Sie wissen, warum Sie so doll schnarchen? Ich sag ja, weil ich fett bin. Da war er schon ein bisschen unangenehm berührt dann. So, ganz, aber nur ganz kurz. Ärzte sind ja da hart im Nehmen. Ganz kurz. Weil dann fing er halt an und hielt mir einen Vortrag über... Ja, wenn man Hunger hat, kann man halt auch einen Apfel essen. Das füllt den Magen, macht aber nicht dick. Und so ein Scheiß. Ja, ey, ich weiß das alles. Ja, und Alkohol trinken und zuckerhaltige Getränke. Ja, ich weiß das doch alles. Ich esse halt nun mal sehr viel. Was ist das denn hier? Radiated Weapon Zombies. Lesen Sie von 100 mit Waffen finden Sie in Ödland Boss POIs. Okay. Okay. Ich hoffe, man kann unendlich Quests haben. Nicht, dass ich mir jetzt hier die ganzen Quests reinlese. Und dann muss ich die alle abbrechen. Aus Gründen. Ja, wisst ihr, du gehst nur hin und sagst, hallo, ich krieg hier, ne? Ich habe überhaupt keine Beschwerden, nichts. Ist alles gut. Ich möchte nur einmal die Ohren gereinigt haben, weil Gehörschutz. Und dann hält er dir einen Vortrag darüber, warum du fett bist und was du dagegen tun kannst. So. Und von einem Apfel bin ich überhaupt noch nie satt geworden. Als Kind war schon nicht. Wenn ich zu meiner Mutter gegangen bin und die hat gesagt, und hab gesagt, Mama, ich hab Hunger. Hat die gesagt, gibt aber noch kein Abendbrot. Dauert noch 2 Stunden. Dann hab ich gesagt, ich hab aber jetzt doll Hunger. Dann isst doch ein Apfel. Hab ich jetzt Kind einen Apfel gegessen, hatte ich noch mehr Hunger. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber vielleicht ist es die Säure oder so. Auf jeden Fall. Äpfel machen mich noch hungriger. So. Und wenn ich wirklich ein bisschen was dagegen tun will und das, was hilft, muss ich mindestens 3 Äpfel mir reinschaffen. Damit ich nicht mehr komplett am Rhein verhungern bin. Ne? So. Aber wie man so ist, als braver Soldat Schweig, als deutsches Bürgerlieb, bin ich halt auf dem Nachhauseweg vom Ohrenarzt, bin ich noch einkaufen gegangen und dann stand ich in der Obstabteilung. Dachte, oh, er hat ja recht. Scheiße. So, aber auf Äpfel hatte ich keinen Bock. Da habe ich mir Nektarinen gekauft, so ein Körbchen. So ein 500-Gramm-Körbchen. Und wir spulen vor zum gleichen Abend. Ich habe nochmal irgendwie so ein bisschen Hüngerchen. Nur so ein kleines Hüngerchen. Ach so, Mollys so langsam? Mollys wollen wir so langsam, ne? Nur so ein kleines Hüngerchen. Mal so 2 von meinen Nektarinen. Esse die. Achso, wir wollen vielleicht die letzte Quest noch mitnehmen. Esse die. Dauert so eine halbe Stunde, dann denke ich... Eigentlich könntest du noch mal was essen, wa? Könntest du. Hol mir noch 2 Nektarinen. Dauert keine halbe Stunde. Irgendwie habe ich noch Hunger. Mit noch 2 Nektarinen. Habe ich an dem Abend habe ich halt einfach die 500 Gramm Nektarine in mich reingestopft. Weil mich die Scheiße nicht satt macht. So. Haben wir mal drüber gesprochen. Obst macht doch nicht satt. Also nicht in so kleinen Mengen, wenn man sich so einen dicken, fetten Obstsalat macht, ja. So, und dann stellt sich mir nämlich auch wieder die Frage, ich sage, ja, Obst macht nicht dick, nee. Aber Obst ist ja trotzdem irgendwie 80% Zucker. Das heißt, ja klar, einen Apfel zu essen macht nicht dick. Aber wenn man sich ein Kilo Äpfel reinschafft, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der Zucker nichts macht. Auch wenn das der gute Fruchtzucker aus frischem Obst ist. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil Zucker, da ist viel Zucker drin. Irgendwann hört es auch auf mit gesund sein. Kriegst du Durchfall nämlich von der Scheiße. Hab ich gehört. Ja. So. Wobei, bei Durchfall nimmt man ja auch ab. Vielleicht sollte ich mehr Abführmittel nehmen. Naja, gut. So, genug gelitten. Aber tatsächlich, die eigentliche Pointe von der Geschichte ist, du gehst nur zum Arzt, um dir die Ohren sauber machen zu lassen und musst dir anhören, dass du zu fett bist und dass du niemals glücklich werden wirst, wenn du nicht anfängst, Äpfel zu essen anstatt leckerer Dinge. Was ist hier der Plan? Vorräte. Warum sehe ich niemanden? Ich mache das verdächtig. Kochtopf. Oh. Tag.
Ach. Ach. Jetzt weiß ich, warum ich niemanden gesehen habe. Die haben alle in dem einen Raum da gekuschelt, die Jungs. So eine random Person von der Seite. Oh, jetzt verstehe ich das Matchstick Hotel. Matchstick ist ein Streichholz. Was ist hier eigentlich? More Power. Ja, deswegen mag niemand Ärzte. Wenn ihr Arzt seid, einfach auch mal nicht immer die Leute beschimpfen, dass sie zu fett sind. Wenn die gar nicht wegen ihrer Fettigkeit da sind. Versteht ihr? Also wenn ich zu meinem Hausarzt gehe und sage, hören Sie mal, ich schwitze so doll. Ist Sommer, da schwitzt man doll, aber ich schwitze sehr doll momentan. Und können wir mal über mein Herz sprechen? Und vielleicht ein EKG machen, Bluttest. Und der sagt, ja, können wir machen. Ist natürlich keine große Überraschung, dass sie da Probleme mit haben, weil sie sind sehr dick. Dann kann ich das respektieren, weil dann war ich ja deswegen da. Aber wenn ich sage, können Sie mir mal die Ohren durchpusten und er sagt, fettes Schwein, hör auf zu schnarchen, dann respektiere ich das nicht. Finde ich nicht geil. Genauso wie ich nicht respektiere, dass ich hier, dass mir so crazy auf den Kopf gesprungen wird. So. Jetzt geht's mir schon besser. Ach, wenn man sich einmal schön Luft macht, ne? Dummer, fetter Arzt. Selber fett. Der war gar nicht fett. Trotzdem. Uiuiui. Gut, dass wir Parcours geskillt haben. Apropos. Ah, da ist er, der Hauptloot. Das habe ich doch gesucht, der Hauptloot. Huch. Hier breaks all together. Oh, und noch ein Dings hier. I like it. Was haben wir hier? Mega Utility Worker. Kann ich nicht lesen, weil haben wir schon. Mündungsbremse. Geht Mündungsbremse zusammen? Achso, okay. Macht der Schalldämpfer noch? Jetzt habe ich, Hauptsache, wir haben schon mal nachgeladen. Macht der Schalldämpfer noch Damage Minus? Reduziert die Reichweite und den Schaden. Dann machen wir mal Mündungsbremse lieber dran. Damage ist nämlich wichtiger als Schaden. So. Wie lange sind 10 Uhr. Und das ist schon unsere dritte Quest, wa? Schade. Hätte gut funktionieren können. Ist das schon die dritte Quest? Oder haben wir noch eine? Gucken mal. Ich habe gerade überlegt, ja, wenn es noch so früh ist, können wir hier nochmal irgendwo was looten. Aber andererseits, wenn es noch so früh ist, können wir direkt schon zu Jenny rüberfahren. Nicht die schlechteste Option, ne? Not the worst ID. Ah, guck mal, direkt ein Schockstab. Aber den heben wir mal aber auf direkt für die Quest, wa? Weil ich nicht weiß, ob und wann wir selber einen craften können werden tun. Das sind Dinge, die weiß man nicht. Ist das hier ein Wohnhaus? Nee, ist wieder ein Wine Shack. Aber Wine Shack war doch... Ah, komm. Wir hoffen, dass bei der Jenny ein bisschen Leute gibt, die wohnen. Wir schließen ab mit diesem Dorf hier. Ist ja cool und alles, aber... Wenn es so gar keine Wohnhäuser gibt, ist irgendwie doof. Irgendwie doof. Aber hier vielleicht. Hier vielleicht. In der Hirnsturz-Cabin. Preppo. Was ist das? Maismehl. 3000 Liter. Holzfäller, Hundehütte, Holzfäller, Holzfäller, Holzfäller. Und das soll 2 Sterne sein, sagst du. Aua, nicht hauen.
Du nicht hauen, Fini! Oh nein, ihr macht es schon. Ja, nee, ich bin hier fertig für heute. Also, sind wir auch gleich, 30 Minuten. Aber ich meine, ne, mit dem Dorf erstmal. Mach mal was anderes so, aber irgendwie. Irgendwie brauche ich meine Wohnhäuser. Kann so nicht kochen lernen. Kann so nicht kochen lernen. Geht so nicht. So nämlich. Quietsch. Ja, quietsch pro quetsch. So reckt. Tag. Okay, now that you did the job, I guess you ain't that damn bad after all. Mehr Muni. So, da sind wir fertig. Der gibt mir direkt ein Minibike. Ich raste aus. Ich raste aus. Lol. Komplett OP. Oh, guck mal, wir haben hier Sachen. Ist besser? Ja. Noch unsere zivilen, wollte ich gerade sagen, unsere primitiven Bandagen an hier. Sandalen war das Wort, was ich gesucht habe. Räuber. Diebe. Jetzt wollte ich mir gerade die Neger Utility Worker in die Schuhe stecken. Gehen auf Ganoventur, doch zwei ganz liebe sind schon auf ihrer Spur, ist der Fall auch schwer, der Weg auch weit, sie sind stets für dich bereit. Gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, warum ist das so voll? Muss das so? Nicht so schlimm. Literally nicht so schlimm. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zugesehen haben. Vielen lieben Dank dafür, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch auch wieder ein bisschen Freude bereitet. Ich glaube, bis wir die brauchen, dauert es noch ein bisschen. Die können wir erstmal hier lassen. Das nehmen wir mal mit. Was wollte ich sagen? Ja, vielen Dank fürs Zugesehen haben. Ja, auf jeden Fall. Bin ich dankbar. Okay, ich kann nicht wieder beides gleichzeitig machen. Ich kann mich nicht anständig von euch verabschieden und gleichzeitig gucken und überlegen, was will ich mitnehmen und was nicht. Da bin ich nicht in der Lage zu. Deswegen gehe ich jetzt nochmal zum Auto und beim zum Auto gehen müsste das gehen. Also, vielen Dank fürs Zugesehen haben. Hoffentlich hat es euch wieder Spaß gemacht. Wir schauen morgen oder nachher weiter. Je nachdem, ich weiß immer nicht, wann Wochenende ist. Und dann ziehen wir oben zu Jenny und holen unterwegs noch den Airdrop, würde ich sagen. Ne? Machen wir so. Also, Ohren steif halten und Tschüssli Müsli.